gut. Was meinst du denn? Es gibt keine Truppen von davon? Meinst du hier von unserer Provinz hier oben? Das soll ja trotzdem bei uns bleiben. Das passt schon. Das ist unsere Heimat. Hier haben wir angefangen. Deswegen bleiben wir auch hier. Deswegen versuchen wir auch, das hier aufzubauen. So. Einmal kurz geplündert. Die Konvertierung von Schlesien. Alle werden katholisch. Furchtbar, furchtbar. Dieser verrückte Kreatur Trorier hat irgendwie den Mut aufgebracht, euch zu einem Holmgang herauszufordern. Wenn ihr akzeptiert, werdet ihr und Trorier euch zu einem Zweikampf in einem einzelnen Duell auf einer schmalen Insel treffen. Wenn ihr ablehnt, wird dies als Makel eurer Ehre gewertet. Trorier. Einen persönlichen Kampffertigkeitspunkt hat er. Er ist 77 Jahre alt. Was ist denn dein Problem? Ah, ich sehe schon. Seine Frau ist gestorben und jetzt ist ihm langweilig. Und jetzt will er sich mit uns prügeln. Ich nehme die Herausforderung natürlich an. Überhaupt keine Frage. Noch im Morgengrauen trefft ihr auf der kleinen Insel, die für diesen Holmgang ausgewählt worden ist, auf Trorier. Von Zeugen umgeben ergreift ihr euer Schild und eure Axt, während euer Gegner es euch gleich tut. Nach einem lebhaften Austausch von Beleidigungen kann der Kampf endlich beginnen. Meine Axt wird euch ein neues Lächeln ins Gesicht schneiden. Okay. Mit einem kraftvollen Hieb eurer Axt spaltet ihr das Schild eures Gegners in zwei. Ohne die Deckung eines Schildes schwingt Trorier verzweifelt die Axt nach eurem Gesicht. Auch wenn ihr euch schnell beiseite duckt, so fühlt ihr doch Blut eure Wange herabbringen. Verärgert stürmt ihr auf Trorier los und fügt ihm zahlreiche Wunden zu, bevor er nachgibt. Wir gewinnen Prestige und wird er verletzt? Er ist schwer verletzt. Oh, nur noch einhändig? Waren wir das? Kann durchaus sein. Minus 39, das hat er jetzt davon. Na gut, vielleicht wollte er auch sterben. Kann durchaus sein. Ich schaue nochmal eben hier rein bei uns. Zirkel. Ihr müsst eure Plünderer nach Anglesi führen, um euren Wert zu beweisen und die Reichtümer zu erlangen, die darin liegen. Ach shit, wir müssen persönlich die Truppen anführen. Echt jetzt? Natürlich. Ich hoffe, das zählt jetzt noch. Ein neuer Vogel ist eingetroffen und ein neues Buch über die Kunst und der Poesie ist in der Politik. Politik in der Bibliothek. Wie komme ich denn auf Politik? Wir gehen zur Jagd natürlich. Ich habe alle DLCs, ja. Stand hier aber jetzt mit dabei, oder? Mit dem persönlich anführen. Ihr müsst ihr eure Truppen persönlich nach Aberfraw führen, um es zu plündern. Nach Aberfraw. Ja, passt. Ist ja egal, vielleicht gewinnen wir nochmal irgendwelche Eigenschaften. Mein neuer Vogel fing, tötete und brachte mir Kaninchen um Kaninchen. Diplomatie plus 1. Wie sieht's da aus? Wir haben aktuell 3 Diplomatiepunkte. Das ist nicht unbedingt gut. Das ist nicht unbedingt gut. Aber wer braucht schon Diplomatie, wenn er eine Axt und ein Schild hat? So, wir warten mal, bis wir hier geplündert haben. Jawohl. Das Brandschatzen und Plündern in eurem Namen hat euch den Ruf eines furchtlosen Wikingerräubers eingebracht. An allen Küsten Europas bringen Mütter ihre Kinder abends zu Bett und flüstern Warnungen, dass der Schrecken Eirikir, die Geißel der Meere, mit seinen untoten Kriegern kommen und sie fressen wird, wenn sie sich nicht benehmen. Ah, ich dachte, da steht jetzt hier oben drin. Wir sind Wikinger, sehr gut. Nochmal jede Menge Pluspunkte. Und die Gerüchte waren wahr. Aberfraw war voller Schätze. Da ich der Anführer des Angriffs war, werde ich den größten Teil der Beute für mich selbst nehmen. Werde aber auch nicht vergessen, einen Teil dieses großzügigen Preises mit meinen Brüdern und Schwestern im Wolfskrieger-Zirkel zu teilen, da diese es waren, die mich über den Schatz unterrichtet haben. Wir erhalten 200 Bekanntheit und 50 Gold. Nicht schlecht. Direkt dann. Wir können weiter plündern. Erstmal noch. Machen wir auch. Ich soll Seefahrerkönig werden. Was muss ich dafür machen, um Seefahrerkönig zu werden? Der neue Vogel ist fast zu perfekt. Ich genieße jeden Jagdausflug mit ihm und dem Koch gehen schon die Kaninchenrezepte aus. Wir halten Falkner. Für mehr Diplomatie nochmal.
Wir haben wahnsinnige 3 Punkte. Hatten wir nicht gerade eben 3 Punkte? Oh, ich sehe, wir sind auch vernarbt. Hier oben an der Backe. Und unsere Frau ist blutig. Was ist denn mit der? Die ist auch verwundet. Hat die sich wieder geprügelt? Einen geschwollenen Knöchel. Und stillt ihr Kind. Okay. Seit geraumer Zeit leidet mein Sohn Sverka an Erschöpfung und Hustenanfällen. Das ist mein Zweitgeborener. Er hat die Lungenpest. Ich habe letztes Mal gelernt, dass die Lungenpest nicht so schlimm ist, wie es sich anhört. Ich weiß aber nicht mehr, wie man heutzutage zur Lungenpest sagt. Das ist irgendwie falsch übersetzt worden. Deswegen heißt es hier Lungenpest. Bin mir nicht sicher, ob das die Lungenentzündung ist, weil dann wäre es ja eigentlich auch wieder ganz schlimm. Na gut. Auf alle Fälle ist es nicht die Pest. Seit geraumer Zeit. Ja, lasst den Hofarzt kommen, ist okay. Oh, er hat hier 1000 Einheiten ausgehoben. Wir können uns mal verziehen. Wir haben jetzt hier zweimal schon geplündert. Wir verziehen uns zurück. Da wäre er auch schon gekommen jetzt hier, der gute Mann. Ah, es ist schon so lange her, dass ich geplündert habe. Wir haben hier 61 Gold von 380 Kapazität. Das heißt, wir werden uns weiterhin nach schönen Provinzen umschauen. Wir fahren mal nach Kent hier runter. Das sieht sehr, sehr, sehr wohlhabend aus. Und wir sind relativ schnell hier unten auch. Wunderbar. Ein Blut abhalten. Wir halten ein Blut ab, sobald ich wieder zu Hause bin. Plündern, plündern und noch mehr plündern. Ist das ein Achievement dann oder ist das einfach nur ein Titel im Spiel? Oh, hier sind die Masern. Ich hoffe, wir nehmen hier nichts mit. So, die sammeln sich. Wir schauen mal eben, ob er rüberläuft dann. 700. Wahrscheinlich wird er nicht rüberlaufen. Könnte ich mir vorstellen. Macht es eigentlich Sinn, dass man nach dem Plündern, also nachdem hier schon das rote Zeichen ist, immer noch weiter plündert? Also richtig die Stadt hier oder die Burg nochmal schön runterplündert. Kann man da noch ein bisschen mehr rausholen oder macht das keinen Sinn, weil man hier schon das Limit erreicht hat? Macht schon noch Sinn? Was bekommt man denn dafür? Geld nochmal oder vielleicht Artefakte auch? Die Ländereien von König Garcia III. Sind genau dort reif gepflückt zu werden. Wenn ihr bei Wolfskrieg Eindruck schinden wollt, entsendet eure Galeeren und Soldaten nach Vizcaya. Nach Vizcaya, hier unten. Das ist ja perfekt. Wir sind gerade auf dem Weg nach Vizcaya. So ein Zufall. Wir können aufsteigen zum Krieger. Wir sind aktuell Anfänger. Wir können Duelle machen. Wir können eine Schildmaid ernennen. Sollen wir unsere Frau als Schildmaid ernennen? Ah, nur die Schwester oder Tochter. Überlebende, wir sind widerstandsfähig gegen Kampfverletzung. Leben des Krieges. Wenn ihr Truppen führt, erhaltet ihr neue Ereignisse auf dem Gebiet der Schlacht, ja. Und rumwüten. Ermöglicht euch auf eurer eigenen Charakterpartei einen Rechtsklick zu machen, um euch selbst die Eigenschaft Berserker zu geben. Die Frage ist, was macht Berserker? Kriegskunst plus 4, Diplomatie minus 2. Boah. Können wir auch mal ausprobieren. Ich glaube, das habe ich sogar schon gemacht. Wenn du einfach normal plünderst, mit wenig Truppen, kannst du nur alles plündern, was rechts der weißen Markierung ist. Wenn du aber genügend Männer hast, kannst du auch belagern, so wie wir es aktuell machen. Und wir können uns quasi das hier doch holen, ne? Also jetzt können wir uns jetzt noch 31 holen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt wird hier... Ah, okay, jetzt wird weiter geplündert. Mögliche Beute 11. Maximale Beute 50.
an fleißigen Wikinger König Eirik hier. Nichts zu tun liegt nicht im Blut eines Kriegers, weshalb ich euch dazu einlade, an meinem Krieg gegen König Einar teilzunehmen. Ich verspreche ein gutes Wort in der Loge für euch einzulegen, je nach eurer Teilnahme im Krieg. Ich hoffe, dass ihr diese Chance dazu nutzt, um euren Verstand zu schärfen. Krieg gegen König Einar. Wer bist du überhaupt? König Toste von Westergautland. Hier oben. Und er führt Krieg gegen König Einar von Nordreia. Ah, gegen ihn hier drüben. Nö. Will ich ehrlich gesagt nicht machen. Weil wir uns das ja selber holen wollten noch. Hier oben. Nee. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Also er kann momentan gar nichts machen hier. Er bleibt einfach nur mit seinen 700 Truppen hier stehen, während wir hier seine kompletten Ländereien durchplündern. Bam. So, dann gleich mal die dritte Domäne. Es muss einen Weg geben, um die Verteidigung von Kent zu brechen. Mit der Kontrolle über das Land und das Meer habe ich einen deutlichen Vorteil gegenüber der Verteidiger dieser Festung. Ich muss nur eine gute Idee haben. Einen totalen Angriff von Land und Meer machen und die Verteidigung brechen. Oder wir warten ab. Puh, da würde ich jetzt einmal mal sagen, wir probieren es mal, oder? Ich hoffe, ich verliere nicht zu viele Einheiten. Mit Angreifen sowohl von Land als auch vom Meer aus scheitern die Verteidiger von Kent in ihren Bemühungen, unsere Angriffe von zwei Seiten aufzuteilen. Meine Plünderer können durch ihre Palisaden schlüpfen und viele von ihnen töten, bevor sie abgewehrt werden. Das war ein großer Sieg. War das jetzt nur ein Story-Event oder hat das hier auch Auswirkungen gehabt auf die Verteidigung? Jetzt hört mal auf, mich ständig einzuladen. Ich will nicht an euren Kriegen teilnehmen. Wir können schon wieder aufsteigen. Ich dachte, ich bin schon aufgestiegen. Ich habe wahrscheinlich vergessen zu klicken. Das kann durchaus sein. So, wir führen natürlich weiterhin die Truppen an. Normalerweise würde ich das... Komm ich nochmal raus? Da habe ich jetzt verpennt offenbar. Die Varägergarde. Konstantinus, der große König der Griechen, ist bestürzt über den lausigen Eifer seiner Landsmänner. Ja. So. Als der Feind in der Schlacht herankommt, beginnt unkontrollierte Rage in euch heranzuwachsen. Blindwütig beißt ihr auf die Kanten eures Schildes. Im Versuch, sie zu unterdrücken, zitternd vor Wut, erhebt ihr schließlich eure Langaxt und stürmt heulend in die feindlichen Linien. Viele der Feiglinge fliehen bei eurem bloßen Anblick, doch eure Axt kennt keine Gnade für sie. Wir erhalten... Okay, jetzt erhalten wir Berserker. Und wir steigen auf. Kann ich hier noch flüchten oder so? Eieiei. Na gut, da hat er mich ein bisschen verprügelt jetzt hier. Aber wir haben ganz viel Kohle gemacht. 178 jetzt. Wir haben noch 1200 Leute. Die kamen jetzt überraschend. Die Armee von Baron Edelwold von England. Da hat er sich nochmal Verstärkung geholt. Okay, wir gehen hier runter. Wir sollen hier unten was plündern. Okay. Passt, wir haben ja noch Platz bei uns im Schiff. Und solange Platz ist, werden wir auch noch weiterhin plündern. Und wenn dann alles voll ist mit Schätzen, dann fahren wir wieder nach Hause. Jeder führt hier Krieg gegen jeden, habe ich das Gefühl. Haben wir hier einen Kriegsanspruch auf dich? Wir haben den unterwerfen Kriegsgrund. Er hat 1000... Oh nee, das sind... Ah, Westergautland belagert hier schon mit 1132. Das heißt, das fällt immer weg. Das heißt, wir müssen dann hier Westergautland den Krieg erklären irgendwann mal. Damit wir das uns holen können. Vassalisierung erzwingen ist ja perfekt. Er hat aktuell 1132. Wenn wir unsere Eventtruppen auch noch dazu nehmen, könnten wir das schaffen. Wir haben aktuell selber 1800.
Das kann funktionieren. Das kann funktionieren. Punkte reicht leider nicht, um ihn hier ein bisschen zu besänftigen. Wir haben unehrenhaft. Wann habe ich unehrenhaft gehandelt? Kann ich mich nicht daran erinnern. Und er ist unser Rivale. Achso, unser Halbbruder, natürlich. 67 nur noch. Da geht keine Mehrheit zusammen, damit wir unseren Halbbruder erledigen. Was ein bisschen schade ist. Navarra hat keinen übergeordneten Lehnsherrn. Er ist jetzt auch nochmal im Krieg. Ist ja perfekt für uns, dass wir hier schön plündern können, ohne dass uns irgendjemand angreift. Unsere Gattin ist erneut schwanger. Das geht schnell. Da kommen jetzt 586 hier rüber geschippert. Offenbar hier belagern. Machen die das? Nee, das sind seine Truppen. 600. Immer schön aufpassen. Ist das eine reiche Provinz? Eigentlich nicht. Also hier lohnt sich nicht zu verbleiben, nachdem wir das Event abgeschlossen haben. Da ziehen wir lieber weiter zu einer schöneren Provinz. Mein Kanzler Godi meint, es wäre zum Wohle des Reiches, wenn ich Fremdsprachen spreche. Wir könnten Bildung plus 1 bekommen und wir schulden ihm einen Gefallen. Und ansonsten könnten wir schüchtern stolz werden. Ja, wir machen das mal. Schadet bestimmt nicht, wenn wir ein bisschen was hier über diese Nation wissen. Was müssen wir hier plündern? Offenbar nicht die erste Domäne. Oh, wir müssen die erobern. Wir müssen die gar nicht plündern. Ach so, wir müssen die... Ah ja, ja, wir müssen die erobern. Ich ziehe mal unsere Truppen raus. Wenn der aktuell sich gerade im Krieg befindet, würde sich das natürlich anbieten. Eroberung von Navarra, Eroberung von Vizcaya. Wenn, dann muss es nicht Vizcaya sein. Hat er... Er hat keine Verbündeten. Er hat 1076. Okay, ich mach das mal. Wir werden hier unten Krieg führen. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber alles für die Mission, ne? Alles für die Mission. Und wir haben halt auch immer noch die guten Event-Truppen. Wenn die einmal weg sind, dann sind sie weg. Dann können wir nichts mehr machen. Meine Frau Gunhild baut... Was? Baut mich ihr ein paar Kleider... Fragt mich ihr ein paar Kleider zu kaufen. Für 1,6 Gold? Na gut. 1,6 Gold kann ich gerade so noch erübrigen. 339 stehen hier. Oh, wir müssen Plündermodus ausschalten. Wir haben einen neuen Erben, den Refil. Die werden alle mit 5 Kampffertigkeit geboren. Und er ist ein Zwilling. Refil und Pyra. Oh, Pause, 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 Pause. Ich habe gerade eben hier 4000 Einheiten gesehen. Habe ich mich verguckt? Bin mir nicht sicher. Ich habe gerade 4000 Einheiten gesehen, die hier standen. Guck, da sind sie wieder. Aber da ist die Armee von König Ranimiro von Lyon mit dabei. Und jetzt kommt er hier rein. Ich verziehe mich. Was machen wir denn da? Jetzt hat er so viele Einheiten hier. Das schaffe ich ja nie im Leben. Hat sich der Verstärkung geholt? König Ranimiro von Lyon.
Eigentlich dürfte nur er hier mit dabei sein. Und er hat keine Truppen. Trotzdem ist mir die Armee von Azaz, Armee von König Ranimiro, Herzog Sunario und so weiter, ist mir feindlich gesonnen. Wie kann das denn sein? Vielleicht sollten wir abwarten, bis sein Krieg, sein Krieg hier mit der Verteidigung vorbei ist. Hallo Gnodi. Oh, wir haben noch eine offene Ratsposition. Unser Hofspitzel. Dann können wir gleich mal ihn reinsetzen. Er hat 20 Punkte. Fantastisch. Und wir schicken ihn zum Agentennetzwerk aufbauen. Unser Halbbruder. Der ist hier oben. Ich schicke ihn mal hier rein. Unseren Spitzel. In der Hoffnung, dass wir ein paar Prozentpunkte bekommen und es dann letztendlich klappt. So, ich gehe nochmal rein. Wir stellen uns nochmal rein. Ah, und da kommt er schon wieder. Nee, da, das ist, kannst du vergessen. Können wir weißen Frieden machen? Okay, wir machen mal weißen Frieden. Und ich werde hier nicht viel Zeit verbringen, nur um das hier einzunehmen. Macht keinen Sinn. Wir fahren mal nach Hause und schauen mal, wie es ihm hier oben geht. Ein Mangel an Fleiß. Gunnar von Wettisland. Beim Trainieren zuzusehen ist immer interessant. Seine Kampftechnik sieht halbherzig aus. Seine Waffe und Rüstung könnte ein bisschen mehr Fürsorge benötigen. Gunnar, könnte ich euch sprechen, sage ich und unterbreche den Trainingskampf. Wir bieten ihm natürlich etwas Führung an. Natürlich. Eure geschätzte Brüder von Wolfskrieger haben die Nachricht erhalten, dass ihr noch nicht die volle Kontrolle über das umkämpfte Gebiet übernommen habt. Es aber nicht aus Mangel an Versuchen war. Möge der Wolf euch in Zukunft besseres Glück bringen. Also wir bekommen trotzdem nochmal Bekanntheitspunkte und schließen die Mission trotzdem ab, obwohl wir weißen Frieden gemacht haben. Ist jetzt er hier schon Vasall? Nee, er ist immer noch unabhängig. Das heißt, ihm können wir jetzt dann den Krieg erklären. Aber er ist gerade im... Ah, Mist. Er ist immer noch im Krieg, deswegen. Ja gut, der wird jetzt wahrscheinlich von irgendjemandem kassiert. Gunnar stimmt zu, dass er meine Hilfe benötigt. Um ihm dabei zu helfen, die Dinge anders zu sehen, habe ich meinen Quartiermeister gebeten, uns einige Tage in der Waffenkammer verbringen zu lassen, um diese zu reorganisieren. Ich gebe zu, dass der diesjährige Frühjahrsputz ohnehin überfällig war. Wir verlieren 16 Gold, erhalten Prestige. Wir könnten bescheiden werden. Wer will denn bescheiden werden? Niemand. Wir bringen mal etwas Geld nach Hause. Wir sind endlich fertig damit, meine Waffenkammer zu reorganisieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es das war, was das er im Sinn hatte. Und er schien eindeutig überwältigt. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur zu viel erwartet. Er schien am Ende recht aufgewühlt zu sein. Na super, er bekommt faul. Das hat nichts gebracht. Gar nichts. So, wir kommen mit einer Beute zurück von 247 Gold und 247 Prestige. Sehr gut. Mir scheint, die jungen Frauen haben nicht länger die Macht, mich zu verführen. Wir verlieren Lüstern. Wie alt sind wir mittlerweile? 47. Ach, das geht ja eigentlich, Mensch. Das ist das neue 30. Jetzt schaue ich nochmal hier rein. 1,54 hat er. Wir haben hier 1.000. Ich muss mal eben mein Headset richten, weil das ein bisschen drückt. Wir haben 1.000. Und wir haben hier 1.800. Wir hätten 2.800. Er hat einen Pakt mit
Ale Saxholm, Stammesregierung Vasall. So, sein Vasall. Wir könnten das schaffen, wir könnten es schaffen, dass wir ihn vasalisieren. Die Unterwerfung haben wir einmal im Leben, oder? Einmal im Leben andere heidnische Anführer unterwerfen, genau.